Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute gehen wir mal der Frage auf den Grund, können wir als private Optionshändler den Markt schlagen? Worauf müssen wir achten? Das gibt's jetzt im Video. So, für alle kritischen Menschen gleich vorweg. Jawohl, ich sitze im Auto, aber ihr seht es hier, Hände weg, ich stehe. Ne? Ich bin sogar noch angeschnallt, aber ich stehe. Und also alles vollkommen entspannt und deswegen mache ich jetzt auch hier dieses Video im Auto, nicht beim Fahren. Übrigens ganz lustig, hier neben mir hat gerade die US Army eine Station gemacht. Ganz, ganz viele Autos hier. Naja, egal. Okay, Optionshandel, wieder zum eigentlichen Punkt. Wie bin ich auf das Thema heute gekommen? Und zwar, ich habe kürzlich in dem anderen Kanal, also auf dem Jens Raabe Kanal, ein Video veröffentlicht, wie man einen Fonds gründet. Und da hat dann doch jemand im Kommentar geschrieben, ja, wärst du nicht erstmal gut, hier die Performance des Managed Accounts, des OSPI Managed Accounts bei CapTrader zu steigern, bevor wir einen Fonds auflegen. Und als ich das gelesen habe, musste ich ein wenig schmunzeln ob dieses Kommentars, weil es ist halt oft so, dass da was geschrieben wird, ohne so ein bisschen die Hintergründe zu kennen. Und ich fand es aber einen guten Anlass, da eben das Ganze aufzugreifen. Mal vielleicht zu dem Managed Accounts eins vorweg. Den gibt es jetzt seit knapp 4 Jahren. In einem Jahr haben wir mal 20% gemacht, im anderen mal 8%, dann mal wieder knapp 8%. Und dieses Jahr liegen wir so bei 7,5% ungefähr. Und nie eine längere Drawdown-Phase als 3 Monate gehabt. Und wir haben den Markt geschlagen, ne? Weil das Ganze ist nach Gebühren, das ist nach Kosten, also die Ergebnisse, die da auf CapTrader ausgewiesen werden, die sind also wirklich netto und so gesehen bin ich persönlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Aber das ist natürlich ein guter Punkt, weil viele immer glauben, wenn man Überperformance machen will, wenn man den Markt outperformen will, dann muss man irgendwie ganz, ganz verrückte Dinge tun und das muss man eigentlich gar nicht. Man muss bloß auch ein bisschen verstehen, wie man als Privater überhaupt so eine Überperformance schaffen kann. Wenn wir uns mal das aktuelle Jahr anschauen, wir haben jetzt, wer das Video später sieht, es ist jetzt Juni 2017 und wenn wir uns das Jahr bislang anschauen, dann konntest du eigentlich, egal was du machst an der Börse, den Markt im Grunde genommen nur mit 3 Mitteln schlagen. Und zwar Nummer 1, wenn du in Amerika handelst, dann musstest du ganz klar eine große Übergewichtung im Nasdaq haben und das am besten noch in den sogenannten Fang-Aktien. Ne? Also du musstest halt eine Facebook haben, eine Amazon, eine Apple, eine Netflix, eine Google. Wenn du diese Aktien hattest, dann hast du dieses Jahr den Markt geschlagen. Hattest du zum Beispiel irgendwelche Dividendenwerte aus dem S&P 500, dann hast du den Markt dieses Jahr eben noch nicht geschlagen. So, gehen wir rüber nach Deutschland. Wie konntest du hier den Markt schlagen? Da ist das Bild ganz anders, da durftest du nicht die großen Aktien haben, sondern da musstest du kleine Nebenwerte haben. Ne? Also aus dem TecDAX, aus dem SDAX, wenn du diese hattest, die sind dieses Jahr bislang hervorragend gelaufen, dann konntest du den Markt schlagen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, ich habe aber keine dieser Aktien, habe trotzdem den Markt geschlagen. Das ging auch und zwar indem du ganz einfach mit hohem Hebel gearbeitet hast. Ne? Und das war die andere Möglichkeit, hoher Hebel. Was vielleicht angesichts des Volatilitätsumfeldes nicht so das Optimum ist. Zumindest aus meiner Sicht. Wie gesagt, alles immer sehr, sehr subjektiv. Ja auch alles hier stellt immer meine persönliche Sicht der Dinge dar. So, wie kannst du denn jetzt als Optionshändler den Markt schlagen? Viele denken immer, wenn der Markt, wir nehmen jetzt mal als Markt den S&P 500. Wenn der S&P jetzt beispielsweise 10% im Jahr macht, dann müssten wir 15% machen. Oder 20%, damit wir eben den Markt schlagen. Wir sind natürlich gar nicht mal so dumm zu sagen, okay, wenn der Markt 10% macht, mache ich 15, ja, dann habe ich den Markt geschlagen. Aber dann wäre das ja nur in diesem kurzen Zeitraum. Und ganz ehrlich, je nachdem, wie die Volatilität ist, wird das mal einfacher, mal schwieriger sein. Jetzt gibt es ja aber auch Jahre, wo der Markt exzellent läuft. Also wo vielleicht auch ein S&P mal 25, 30, 35% macht. Und da wiederum wird es extrem schwer sein mit normalen Mitteln, das heißt, normale Mittel meine ich jetzt kein Hebel oder nur ein sehr kleiner Hebel, vernünftiges Money Management, richtige Positionsgrößen. Also wenn man sich einfach an seine Grundregeln hält, da wird es extrem schwer werden, den Markt zu schlagen. Das heißt, in dieser Zeit schaffst du es schon mal nicht, so wie dieses Jahr eben, wie du es nicht schaffst, diese Fangaktien zu schlagen, die Performance der großen Tech-Werte.
Wo du aber dann den Markt definitiv schlagen kannst, und da kommt dann auch die langfristige Überperformance her, das ist eben in Phasen, wenn der Markt sehr, sehr schlecht läuft. Das heißt, wenn wir, und wir werden ja solche Jahre auch mal wieder haben, wo der Markt vielleicht nur 2-3% läuft, weil er eben großen Zickzackkurs macht, am Ende des Jahres stehen da 2% mit hoher Volatilität. In so einem Jahr können wir den Markt schlagen. Oder wenn ein extremer Fall vielleicht die Märkte sogar mal 1 oder 2 Jahre lang wieder fallen. Wir hatten das zuletzt 2008, 2009, wir hatten das in den 2000er Jahren, wir hatten einen relativ großen Einbruch mal im Jahr 2011, also knapp 20%. Aber wenn sowas natürlich passiert, dann schlagen wir den Markt, weil wir eben dann in so einem Jahr vielleicht auch wieder unsere 8, 9, 10% machen, was nicht sehr spektakulär klingt in einem Jahr, wo der Markt 15% macht. Aber wenn du eben jetzt einfach mal nimmst, wir nehmen mal 2 Jahre hintereinander, in dem einen Jahr macht der Markt 20% und du schaffst nur 10 und im nächsten Jahr macht der Markt minus 20% und du schaffst aber wieder 10, wer steht denn da am Ende besser da? Und ich glaube, das ist etwas, was viele, die noch nicht so lange dabei sind an der Börse, sich einfach auch mal vor Augen führen sollten, dass Überperformance am Markt selten daher kommt, in guten Phasen besser zu sein als der breite Markt, sondern indem man deutlich besser ist als der Markt in schlechten Zeiten. Und letztendlich geht es auch gar nicht, aus meiner Sicht zumindest, darum, dass man als privater Anleger, der sich an der Börse was aufbauen will, dass man zwingend den Markt schlägt, also diese nackte Zahl, dass man sagt, ich muss im Jahr 8% machen oder 10% oder sonst irgendwas, sondern dass man sagt, du schaffst es zum Beispiel jedes Jahr Plus zu machen. Also ich kann jetzt für mich sagen, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren jedes Jahr im Plus gewesen. Es gab kein einziges negatives Jahr, was ich hatte. Ich habe in jedem Jahr Geld verdient. Und mal mehr, mal weniger. Aber das ist etwas, was mir persönlich viel, viel wichtiger ist, am Ende des Jahres mehr Geld zu haben auf meinem Trading-Konto als zu Beginn des Jahres, als dass ich sage, oh, in diesem Jahr läuft so besonders gut, ich habe 3% mehr aus dem Markt rausgekitzelt als der breite Markt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich viele auch vornehmen sollten, nämlich so diese alte Warren Buffett-Regel beachten, die nicht für den Optionshandel gemacht ist, aber genauso zutreffend ist, nämlich Regel Nummer 1, verliere kein Geld, Regel Nummer 2, vergiss nie Regel Nummer 1. Also, dass wir wirklich auch beim Handel von Optionen versuchen, kein Geld zu verlieren. Und wenn wir eben eine Phase haben wie jetzt, wo die Volatilitäten sehr, sehr niedrig sind in vielen Märkten, nicht nur an den Aktienmärkten, sondern ja auch in vielen Rohstoffmärkten, bei vielen Futures, die Volas sind einfach sehr niedrig. Das heißt, wir können handeln, aber wir handeln natürlich immer nur kleine Positionen. Wenn dann mal die Vola anspringt, wie es zuletzt immer mal war, dann musst du ein bisschen rollen. Das heißt, du machst auch mal zwischendurch wieder Verluste. Aber die sind eben alle sehr, sehr klein, sodass du tendenziell eher Phasen hast, wo dein Konto auch mal 2-3 Monate lang mehr oder weniger seitwärts läuft. Oder vielleicht 1% verliert oder 1,5% oder sowas, was überhaupt nicht schlimm ist. Aus meiner Sicht ist es mental viel leichter durchzustehen, dass man sagt, okay, ich habe Phasen, da geht es nach oben, dann gibt es so Seitwärtsphasen, dann gibt es wieder Phasen, wo es nach oben geht. Also sagen, ich habe steile Aufwärtsphasen, die sich abwechseln mit steilen Abwärtsphasen. Weil das ist doch der Grund, diese steilen Abwärtsphasen, dass Händler, Börsianer, dass sie eben 20, 30, 40% verlieren, dass sie dann sagen, okay, ich kann hier nicht weitermachen, aus rein mentalen Gründen, ne, weil sie es nicht mehr schaffen. Und deswegen Überperformance, meine feste Überzeugung, kommt in den schlechten Jahren, in den schlechten Zeiten, indem man da letztendlich positiv ist, indem man dort ein positives Ergebnis schafft. Und daran sollten wir uns auch messen lassen als Händler und eben nicht daran, ob wir nun jetzt in einem Jahr, wo es sehr, sehr gut an den Börsen läuft, unbedingt mithalten können. Und vielleicht noch ein Punkt, mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit vor mittlerweile 20 Jahre her, als ich damals noch bei einem Versicherungsmakler gearbeitet habe und wir haben unter anderem auch so Vermögensverwaltung gemacht für Kunden und die dann alle gesagt haben, ich höre jetzt auf bei euch, ich mache das selber, weil mein Internetfonds, den ich hier habe, der hat letztes Jahr 90% gemacht und ihr seht, ich kann es viel besser. Ja? Und was ist passiert? Naja, gut, irgendwann hat dann dieser Internetfonds auch mal 90% Minus gemacht. Also, das war eben so diese Fehleinschätzung, dass man gedacht hat, man muss in den guten Jahren noch besser sein als der Rest und hat dann nicht beachtet, dass wer so eine Strategie fährt,
hoher Hebel, die Konzentration auf einen kleinen Sektor oder irgend so etwas, dass das auf Dauer in der Regel dann nicht funktionieren wird. Das ist zumindest meine Überzeugung. Wie ist denn eure Meinung dazu? Seht ihr das genauso oder sagt ihr, nein, ich muss in einem guten Jahr definitiv auch den Markt schlagen? Was ist da eure Präferenz? Was wollt ihr erreichen? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und dann sprechen wir darüber hier in diesem Kanal oder bei uns auf Facebook in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euch viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.